In den nächsten Videos beschäftigen wir uns mit speziellen Zahlenfolgen. Genauer gesagt werden wir uns die arithmetischen Folgen, in dem Video jetzt da die arithmetischen Folgen, und dann später noch die sogenannten geometrischen Folgen anschauen. Wir starten direkt mit einem Beispiel. Hier sind die ersten vier Folgenglieder einer arithmetischen Folge gegeben. Die lauten 1, 3, 5, 7. Das heißt, das ist unser Folgenglied A1, das ist unser Folgenglied A2, das ist unser Folgenglied A3 und das ist unser Folgenglied A4 und so geht es immer weiter. Gleich mal erster Hinweis, wir bleiben dabei, dass wir Folgenglieder bei 1 beginnen zu nummerieren. Im Schulbuch wechseln sie bei arithmetischen und geometrischen Folgen komischerweise auf eine Nummerierung ab 0. Und ich finde, das ist inkonsistent. Ja? Also wenn wir sagen, wir nummerieren Zahlenfolgenglieder mit dem ersten Index ist gleich 1, dann finde ich, sollten wir das auch bei arithmetischen und bei geometrischen Folgen so machen. Aber ja, ob ich bei 0 oder bei 1 zu zählen beginne, ist da prinzipiell wieder quasi eine Glaubensgeschichte, so wie ob 0 jetzt da eine natürliche Zahl ist oder nicht. Was für mich aber wichtig ist, ist, wenn man sich mal entschieden hat, bei 1 zu zählen zu beginnen, bei Zahlenfolgen, dann machen wir das bitte auch bei allen Zahlenfolgen und nicht bei arithmetischen anders als bei den nicht-arithmetischen zum Beispiel. Das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Das heißt, solltet ihr Buchbeispiele euch anschauen, dann nicht wundern, die fangen bei 0 an zu nummerieren in unserem Mathebuch. Ich mache das jetzt nicht. So, also zurück zu dem Beispiel 1, 3, 5, 7. Wenn ihr euch die Zahlen anschaut, ich glaube, ihr wüsstet schon, was die nächste Zahl wäre. Die nächste Zahl wäre 9. Und dann ging es weiter mit 11 und so weiter. Wir haben hier immer einen konstanten Abstand zwischen den Folgengliedern. Also ich rechne hier plus 2, um zum nächsten Folgenglied zu kommen. Plus 2 wieder, plus 2, plus 2. Und genau das macht eine arithmetische Folge aus. Also arithmetische Folgenglieder haben immer einen konstanten Abstand zwischeneinander. Ja? Schauen wir uns ganz kurz an, wie diese Folgenglieder jetzt gebildet werden. Das erste Folgenglied ist hier bei uns 1. Und das zweite Folgenglied erhalte ich, indem ich eben beim ersten Folgenglied diese 2 dazu addiere. Und damit komme ich auf das Folgenglied 3. Das dritte Folgenglied erhalte ich, indem ich, wir starten jetzt immer beim ersten Folgenglied, indem ich den Zweier eben zweimal dazu addiere. Einmal, zweimal. Und dann lande ich hier beim Fünfer. Das vierte Folgenglied erhalte ich, indem ich den Zweier beim Einser 1, 2, 3 mal dazu addiere und damit lande ich beim Siebener. Und jetzt hätte ich gerne ein allgemeines Gesetz, also wie komme ich auf das n-te Folgenglied? Und dazu mal folgend wichtige Variablen, die wir verwenden. Das d wird oft bezeichnet als der Anfangswert und das ist unser a1, das heißt, das ist bei uns auch immer gleichzeitig das d. Und dann wird das k dazu addiert und das k ist eben dieser Wert hier, der dazwischen liegt. Das ist das, was wir als k bezeichnen. Und wenn ich da oben jetzt schaue, wie komme ich auf das zweite Folgenglied, indem ich beim ersten Folgenglied das k einmal dazu addiere. Auf das dritte Folgenglied komme ich, indem ich beim a1 das k zweimal dazu addiere. Beim vierten Folgenglied komme ich, indem ich beim ersten Folgenglied das k dreimal dazu addiere. Das heißt, ich addiere das k immer einmal weniger oft dazu, wie die Nummer vom Folgenglied, die ich ausrechnen möchte, was einfach dadurch passiert, dass wir beim ersten Folgenglied zu zählen beginnen. Ja? Das heißt, a1 und dreimal rübergehen, dann lande ich beim a4. Und statt a1 schreibt man eben gern auch d. Und deswegen hat man hier das Folgengesetz und man schreibt es oft in der Reihenfolge, dass man sagt n minus 1 mal k plus d. Warum? Weil das ein bisschen an lineare Funktionen erinnert und bei linearen Funktionen wisst ihr ja auch, dass zwischen f von 1 und f von 2 der gleiche Abstand sein muss wie zwischen f von 2 und f von 3, weil das ja entlang einer Geraden wächst. Ja, also wir werden später uns auch hier noch anschauen, den Zusammenhang zwischen arithmetischen Folgen und zwischen linearen Funktionen. Aber wichtig ist jetzt hier mal dieses Bildungsgesetz. Und dass dieses n minus 1 hier deswegen zustande kommt, weil ich eben das k einfach immer um einmal weniger dazu addiere, wie hier die Zahl ist. Also man könnte auch ganz allgemein sagen, a3 ist zum Beispiel a1 plus 2 mal k.
Man muss übrigens nicht bei A1 zu zählen beginnen, wenn ich ein Folgenglied ausrechnen möchte. Ich könnte genauso sagen, A4 ist gleich A2 plus. Naja, wenn ich beim zweiten Folgenglied starte und ich möchte zum vierten Folgenglied rüberkommen, naja, wie oft muss ich das K dazu zählen? Zweimal. Generell kann man sich merken, wenn ich mir ein Folgenglied ausrechnen möchte, ein bestimmtes Folgenglied ausrechnen möchte, zum Beispiel A4, und ich starte beim Folgenglied A2, dann brauche ich hier noch zwei Ks. Die zwei Zahlen zusammen addiert müssen immer den Index hier ergeben. Dann hat man es richtig. Was, glaube ich, man sich eh gut vorstellen kann. Ja? Also zum Beispiel ein anderes Folgenglied, wenn ich jetzt hätte zum Beispiel A20 und ich starte beim A12. Naja, wie oft muss ich dann noch rübergehen, vom A12 beginnend, um zum A20 zu kommen? Achtmal. Also muss ich achtmal den Abstand K dazu addieren. Auch hier sieht man wieder, 12 plus 8 ist 20. Das Ganze funktioniert natürlich auch rückwärts. Also zum Beispiel, würde gerne das Element A1 ausrechnen und ich beginne beim Element A4. Naja, in dem Fall muss ich, wenn ich dann quasi hier bei A4 beginne und ich möchte zurück zum A1, dann muss ich ja, wie viel Ks retour gehen? 3 Ks muss ich retour gehen. Ja, die 3 muss ich retour gehen und in dem Fall müsste ich dann schreiben minus 3 mal K. Aber auch hier wieder 4 minus 3 ist 1. Ja, also das funktioniert immer. 12 und 8 ist 20, 2 und 2 ist 4, 1 und 2 ist 3 und so weiter. Ja. Auch hier im allgemeinen Gesetz funktioniert es. N minus 1 plus 1, weil D ist ja A1, ist N. Ja. Gut, definieren wir das Ganze jetzt dann noch schnell. Also eine Folge AN, wobei N ein Element aus N Stern ist. Wir beginnen also, wie gesagt, bei 1 zu zählen. Mit dem Bildungsgesetz AN ist gleich N minus 1 mal K plus D. Heißt arithmetische Folge. K und D können reelle Zahlen sein. K kann theoretisch auch 0 sein. Was das für Auswirkungen hat, überlegen wir uns dann noch. Wobei, ihr könnt das ja eh schon denken. Wenn K 0 ist, dann fällt der Ausdruck hier immer weg. Und dann wäre AN immer D und dann wäre das konstant. Dann wäre es eine konstante Folge und zwischen den Folgengliedern wäre halt immer der Abstand 0, weil die Folgenglieder immer gleich groß sind. Auch das wäre eine arithmetische Folge. Gut, jetzt schauen wir uns noch schnell einen Satz an mit zwei Eigenschaften. Für eine arithmetische Folge gilt erstens einmal, dass wenn ich das an plus erste Folgenglied minus dem a-nten Folgenglied rechne, das k rauskommt. Das heißt einfach nichts anderes wie, wenn ich zwei benachbarte Folgenglieder subtrahiere, dann erhalte ich den Abstand k, was auch klar ist. Also ich zeichne es hier mal auf mit einem Beispiel. Angenommen, ich hätte die arithmetische Folge wieder 1, 3, 5, 7. Und jetzt sage ich einfach, mal kurz die Farbe. Der Fünfer ist mein AN. Dann ist der Siebener ja automatisch das AN plus 1, also ein Folgenglied weiter. Wenn ich die zwei Folgenglieder jetzt subtrahiere, also 7 minus 5 rechne, dann erhalte ich 2 und das ist ja unser Abstand K bei dem Beispiel zwischen den Folgengliedern. Beweisen wir das Ganze? Also, ich rechne es jetzt einfach durch. AN plus 1 heißt ja, der Index hier wird ja in mein Folgengesetz hier eingesetzt. Das heißt, ich erhalte N plus 1 minus 1. Ja, einfach weil ich hier oben im Folgengesetz einsetze und statt N muss ich N plus 1 einsetzen. Und minus, und dann mache ich jetzt eine eckige Klammer, weil da ich ein Minus hier habe und das bezieht sich dann, wenn ich AN anschreibe, ja, auf das ganze Folgengesetz. Und für AN brauche ich jetzt da ja nur das Folgengesetz hier oben abschreiben. Und jetzt kann ich dann auch vereinfachen, weil plus 1 minus 1 kürzt sich weg. Also habe ich dann nur mal hier n mal k plus d minus, hier habe ich das ausmultipliziert, habe ich dann n mal k minus k. Im nächsten Schritt löse ich die eckige Klammer auf. Aufpassen, hier ist ein Minus vor der eckigen Klammer, deswegen drehen sich die Vorzeichen hier um. Aus einem Minus wird ein Plus und aus dem Plus wird ein Minus. Und jetzt tun wir nur mal vereinfachen. N mal k minus n mal k streicht sich weg. D minus d streicht sich weg.
bleibt k übrig und damit sind wir schon fertig. Ja. So, zweitens, da geht es darum, dass wenn ich zwar, also wenn ich zum Beispiel das dritte Folgenglied und das fünfte Folgenglied addiere und diesen Wert halbiere, erhalte ich das Folgenglied, das zwischen dem dritten und dem fünften Folgenglied liegt, und das ist das vierte Folgenglied. Probieren wir das, probieren wir das gleich aus, indem wir nochmal unsere Folge hinschreiben, also 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7. Also, sagen wir, der 5er ist wieder mein an, dann ist der 3er automatisch das an minus 1, also ein Folgenglied, das davor kommt, und der 7er ist wieder an plus 1, das Folgenglied, das danach kommt. Und jetzt probieren wir das aus. Ich rechne 3 plus 7 halbe ist 10 halbe ist 5. Und das ist das Folgenglied an. Das funktioniert deswegen, weil ja zwischen den Folgengliedern immer der konstant gleiche Abstand ist. Beweisen wir das Ganze, wird ein bisschen ein längerer Beweis, funktioniert aber gleich wie davor. Deswegen erkläre ich es jetzt dann nur mal auszugsweise. Ich setze einfach wieder ein. Muss da wieder auf Klammersetzung aufpassen. Hier habe ich n-1 als Index, das heißt, ich muss hier im Folgengesetz für n n-1 einsetzen. Hier habe ich n plus 1 als Index, das heißt, ich muss hier für n n plus 1 einsetzen. Und dann durch nur vereinfachen, und das ist wirklich simples Rechnen mit Variablen, zusammenfassen, eckige Klammer auflösen, weiter zusammenfassen. Dann kann ich hier den Zweier herausheben, weil ich hier in jedem Summanden einen Zweier drin habe. Dann kann ich die Zweier kürzen und dann bleibt übrig k mal n minus 1 plus d. Und das ist, wie wir wissen, kann ich auch das umsortieren. Ich kann auch schreiben n minus 1 mal k plus d. Und das ist das Bildungsgesetz meiner Folge an. Ja, also was hier steht, ist ja genau das Bildungsgesetz hier. Und damit hätte man das bewiesen. Jetzt schauen wir uns noch eine Aufgabe an. Und zwar von einer arithmetischen Folge kennt man zwei Folgenglieder und wir sollen das Bildungsgesetz bestimmen. Ich habe hier A6 und A8 gegeben und wir nutzen jetzt genau das, was ich vorher schon gezeigt habe. Ich kann ja A8 mit der Hilfe von A6 bilden. Ich weiß, wenn ich beim sechsten Folgenglied bin, dann, wenn ich das K einmal rübergehe, bin ich beim siebten Folgenglied. Und wenn ich das K noch einmal rübergehe, bin ich beim achten Folgenglied. Also das würde ja so ausschauen. Da ist A6, da ist A7, da ist A8. Es ist zwischen den Folgengliedern immer der gleiche Abstand K. Zum achten Folgenglied komme ich, indem ich zweimal rübergehe. Wir haben auch gesagt, die Zahl addiert, muss die Zahl hier ergeben. Und das stimmt. Ja. Und jetzt brauche ich nur mal die Zahlen einsetzen, erhalte eine ganz simple Gleichung. 26 ist 14 plus 2 mal k, rechne minus 14, dividiere durch 2 und erhalte k ist gleich 6. Und jetzt kann ich eine der beiden Folgenglieder, ist vollkommen wurscht, ob ich das A6 oder das A8 verwenden, hier oben im Bildungsgesetz einsetzen. Fürs k kann ich bereits 6 einsetzen und kann mir das d rausrechnen. Also A6 ist n minus 1 mal k plus d. Fürs n muss ich dann natürlich den 6er einsetzen. Das ist ja hier das n. Fürs k kann ich den 6er hier einsetzen. Erhalte ich die Zahl. Also habe ich, kann ich für A6 hier 14 einsetzen. Das kommt von daher. A6 ist 14. Und 6 minus 1 ist 5. Und 5 mal 6 ist 30. Deswegen habe ich hier 30 stehen. Rechne ich noch minus 30. Dann habe ich d ist gleich minus 16. Eine andere Art, das d auszurechnen, wäre übrigens die folgende, weil ich weiß ja, dass mein d nichts anderes ist wie das a1. Und ich weiß ja, a6 erhalte ich, indem ich a1 plus 5 mal k rechne. Und da kann ich jetzt einsetzen. Fürs a6 setze ich 14 ein, fürs k setze ich 6 ein, rechne das aus und lande bei d ist gleich minus 16. Funktioniert ganz gleich und dann erhalte ich dieses Folgengesetz. Fertig. Man kann auch die Probe machen, indem ich jetzt dann mit dem Folgengesetz zum Beispiel ausprobiere A8 zum Berechnen. Ich setze 8 ein ins Gesetz, also 8 minus 1 mal 6 minus 16 und komme auf 26, wenn ich es ausrechne, und das ist mein A8, also schaut ziemlich gut aus. Machen wir ein Beispiel B.
A3 ist 5, A10 ist minus 23. Genau das gleiche Konzept wieder. A10 ist A3 plus 7 mal K. 3 und 7 ergibt 10. Jetzt einfach wieder einsetzen, umformen und erhalte ich K ist minus 4. Wie man sieht, K kann auch eine negative Zahl sein. Das ist immer dann, wenn ich sehe, dass die vollen Glieder vom Wert her abnehmen mit der Zeit. Ja, ich sehe hier ja, A3 ist kleiner als A10. Und das kann ja nur dann sein, wenn der Abstand zwischen den Folgengliedern ein negativer ist. Ja, nur dann können die Folgenglieder abnehmen. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft von einer arithmetischen Folge. Sie ist genau dann streng monoton fallend, wenn das k eine negative Zahl ist, weil dann nimmt der Abstand, ist es ein negativer konstanter Abstand zwischen den Folgengliedern. Und wenn das k positiv ist, dann ist es eine strenge monoton steigende Folge. So, das nutzen wir jetzt da das K wieder aus, um einzusetzen. Ich mache es jetzt wieder mit der Variante, dass ich sage, A3 ist A1 plus 2 mal K, formt das um, setzt die Zahlen ein und komme auf D ist 13 und habe das Bildungsgesetz. Probe mache ich jetzt da in dem Beispiel keine mehr. Ups, Entschuldigung. Und damit haben wir wieder das Bildungsgesetz erstellt. Und das K muss ich in dem Fall hier in eine Klammer schreiben, weil es ja eine negative Zahl ist. Gut. Machen wir noch ein zweites Beispiel, ein bisschen ein komplexeres Beispiel jetzt da mit einem Beweis dazu. Und zwar, ich habe gegeben eine Folge an ist gleich n Quadrat. Achtung, das ist keine arithmetische Folge, steht auch nicht dabei. Und dann habe ich die Folge bn, die ist so definiert, dass ich an plus 1 minus an rechne. Und das a kommt eben von dieser Folge hier oben. Und das heißt nichts anderes, es ist einfach die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern. Und wir sollen jetzt im ersten Schritt einmal B1, B2, B3, B4 ermitteln. Und B1 rechne ich hier aus, indem ich das Folgenglied A2 minus dem Folgenglied A1 rechne. Dazu sollten wir uns vielleicht jetzt einmal die Folgenglieder der Folge A aufschreiben. A1 ist 1 Quadrat, ist 1, also ich setze hier oben ein, n wird quadriert. A2 ist 2 Quadrat, ist 4. A3 ist 3 Quadrat, ist 9, A4 ist 16, A5 ist 25 und so weiter. Und wie gesagt, das Folgenglied B1 entsteht, indem ich da eben an plus 1, das heißt, da wird für n 1 gesetzt, 1 eingesetzt, 1 und 1 ist 2, deswegen habe ich da a2 stehen. Also ich bilde die Differenz zwischen zwei benachbarten Folgengliedern und das ist in dem konkreten Fall dann 3. Beim zweiten Folgenglied subtrahiere ich das dritte Folgenglied, das heißt A3 und das A2 voneinander und erhalte ich 5. Ja, 9 minus 4 muss ich die subtrahieren, erhalte ich 5, wenn ich sie subtrahiere. Im nächsten Schritt muss ich 16 minus 9 subtrahieren, erhalte ich 7. Hier muss ich 25 minus 16 subtrahieren, erhalte ich 9. Und davor habe ich 4 minus 1 gerechnet, erhalte ich 3. Also da erhalte ich jetzt die Folgenglieder. Und was ich hier schon super gut sehe, ist ja, es ist immer der konstante Abstand 2 zwischen den Folgengliedern. Und damit wird diese Folge B offensichtlich eine arithmetische Folge sein. Und das sollen wir hier bei dem Aufgabenpunkt B zeigen, dass es sich hierbei bei Bn, bei diesen Zahlen, um eine arithmetische Folge handelt und wir sollen das Bildungsgesetz angeben. Das Bildungsgesetz anzugeben ist jetzt nicht wirklich schwer, weil das K kann ich ja schon ablesen, das ist 2. Und das D ist 3, weil das ist das erste Folgenglied, das heißt, Bildungsgesetz hätte ich schon, aber ich muss trotzdem noch beweisen, dass es sich um eine arithmetische Folge handelt. Und wann ist es eine arithmetische Folge? Naja, erinnern wir uns an den Satz zurück, den wir vorhin hatten. Und zwar, das war der hier. Bei einer arithmetischen Folge muss der Abstand zwischen zwei Folgengliedern, die nebeneinander liegen, immer k sein. Und das müssen wir jetzt eben zeigen. So, jetzt muss ich meinen Daumen mal durchklicken. Und das, Gott, das zeigen wir jetzt da. So, das war richtig. Also, das zeigen wir jetzt da, dass dieser Abstand immer k ist. Ist eine reine Einsatzarbeit. Dazu rechne ich mir jetzt aber zuerst das bn plus 1 einmal in einer Nebenrechnung aus, weil bn plus 1 ist ja das, die Differenz zwischen dem Folgenglied an plus 2 und an plus 1. Weil, wie gesagt, ich muss ja die Zahl, die hier steht, die ist in dem Fall n plus 1, muss ich ja hier oben fürs n einsetzen jeweils.
Und wenn ich da habe n plus 1, das ich da einsetze, habe ich ja n plus 1 plus 1 und das ist dann an plus 2. Und wenn ich hier n plus 1 fürs n einsetze, hier habe ich da n plus 1 stehen. Also ich muss die Differenz zwischen den beiden Folgengliedern bilden. Und dazu muss ich jetzt da hier oben im Bildungsgesetz vom an einsetzen. Also an plus 2 ist n plus 2 zum Quadrat und n plus 1 eingesetzt hier oben ist n plus 1 zum Quadrat. Jetzt muss ich das ausrechnen und subtrahieren. Aufpassen, das ist eine binomische Formel, das auch. Also erhalte ich hier n Quadrat plus 4n plus 4 minus, Klammer bitte bleibt noch, wegen dem Minus, und dann haben wir da n Quadrat plus 2n plus 1. Und ab jetzt ist es dann schon leicht, jetzt muss ich nochmal die Klammer auflösen, Minus beachten vor der Klammer, n Quadrat streicht sich weg, und dann kann ich noch zusammenfassen und erhalte 2n plus 3. Mit dem gleichen Konzept rechne ich mir jetzt das Folgenglied bn aus. Bn ist ja an plus 1 minus an. Wir setzen wieder ein, rechne die binomische Formel aus, das n Quadrat streicht sich weg und erhalte ich 2n plus 1. Und jetzt brauche ich nur mal hier oben einsetzen, muss eben zeigen, dass da hier k rauskommt. Also setze ich ein, bn plus 1 haben wir uns ja hier ausgerechnet. Das bn haben wir uns hier ausgerechnet, deswegen kommt das jetzt hier und hier zustande. Aufpassen hier wieder aufs Minus, vor der Klammer, auflösen und was erhalte ich? 2. Und wir wissen, unser 2 ist in dem Beispiel ja das k, weil wir vorher hatten. Also warum ist das jetzt da unser k? Weil ich habe jetzt gesehen, zwischen zwei benachbarten Folgengliedern kommt immer die Konstante 2 als Folgendifferenz heraus. Und deswegen muss es eine arithmetische Folge sein. Und das Gesetz kann ich jetzt auch aufstellen. Wie wir jetzt bereits gewusst haben, wissen, ist d das erste Folgenglied. Und das erste Folgenglied haben wir uns vorhin schon ausgerechnet, ist 3. Und das k ist 2. Und deswegen komme ich jetzt hier auf das Folgengesetz. Gut, im nächsten Video schließen wir die arithmetischen Folgen auch schon ab. Da geht es nochmal um den Zusammenhang, wie bereits angekündigt, zu linearen Funktionen und wir werden uns eine Textaufgabe anschauen.